Letztes Jahr haben wir in einem halben Jahr von Gründung bis fast in den Bundestag geschafft. Verglichen damit war die Gründung der Grünen eine sehr langsame Angelegenheit. Und es ist schon spannend, wie das kommt, dass Leute, die bisher ganz unterschiedlicher politischer Richtung angehören, auf einmal zusammenfinden und so etwas auf die Beine stellen. Da muss was Besonderes vorliegen. Und das Besondere war für mich, es gab immer einen gewissen Konsens der Demokraten. Und auf einmal habe ich den ESM gelesen. Da habe ich gelesen, dass unsere Haushalte bzw. über den ESM unbegrenzt, unbefristet, wir gerade stehen sollen für die Schulden anderer. Ich habe mal gelernt, die Grundlage unserer Demokratie war No Taxation Without Representation. Das heißt, niemand darf besteuert werden, ohne dass er eine Vertretung hat. Und ja. Unsere Bundestagsabgeordneten, also die des alten Bundestages, wären bereit gewesen, wenn nicht das Verfassungsgericht noch das Allerschlimmste verhindert hätte, dieses Recht uns aus der Hand zu nehmen. Das heißt, wir hätten eine Bundestagswahl veranstaltet, wo der Bundestag gar nichts mehr zu sagen gehabt hätte, weil Dritte, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht wählen können, die wir nicht abwählen können, über unser Geld verfügen. Und wer weiß, wo das Geld fließt, ist bald die endgültige Macht. Und auf einmal mussten wir feststellen, dass der Konsens der Demokraten darin bestand, die Demokratie abzuschaffen. Und genau das hat uns alle zusammengeführt, bei allen Differenzen, die wir in anderen Punkten haben, zu sagen, nein, wir wollen sicherstellen, dass auch unsere Kinder und unsere Enkel selbst entscheiden können, was passiert. Deswegen wollen wir direkte Demokratie. In Stuttgart können wir besonders Lieder von singen. Wir haben ja eine Auseinandersetzung. Wir haben hier einen Bahnhof, der eine oder andere hat es ja schon mitgekriegt. Und man mag dafür oder dagegen sein, aber ich finde es toll, auch wenn bei einigen oder anderen sie unbeliebt waren, Herr Mapus und Herr Schuster waren vor Ort noch greifbar. In Brüssel, die Verantwortlichen wären für uns gar nicht mehr greifbar gewesen. Und deswegen sind wir zusammengestanden und haben gesagt, wir wollen unsere Demokratie, wir wollen unsere Freiheit, wir wollen die Entscheidung vor Ort verteidigen. Es ist wunderbar und ich denke, wir haben keinen besseren Platz finden können als den Schillerplatz. Ich bin mir sicher, wo Friedrich Schiller heute stehen würde, nämlich hier auf diesem Platz, auf unserer Seite. Die Dame links wollte ihr Schild noch ein bisschen höher halten. Super! Sie reagiert nicht, okay. Wer ist denn hier Nazi? Sie? Können wir nur zustimmen. Ja. Absolut. Wir stimmen auf. Okay. Ein extra Applaus für die Dame. Parteigründung gab es schon öfters, aber es passierte letztes Jahr etwas Besonderes. Auf einmal wurde ein Hochschullehrer in Talkshows eingeladen. Und im Gegensatz zu den Etablierten, die immer gesagt haben, alles, was neu dazukommt, ist populistisch, ist unappetitlich, war der Einzige, der eigentlich gute Manieren in diesen Diskussionen gezeigt hat, der sich nicht provozieren ließ, der einfach an der Sache geblieben ist. Und auf einmal kam ein Riesenzulauf. Das heißt, viele haben nur darauf gewartet, auf dieses Startsignal. Es ist das besondere Verdienst von Professor Lugge, dass er dies zusammengeführt hat. Und es ist ein besonderes Verdienst von Professor Lucke, aber auch von vielen anderen Mitstreitern, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich besonders, dass wir in Baden-Württemberg einen sehr guten Start hatten. Und wenn dieser Start ist Verdienst von allen, das ist ein besonderer Verdienst von Bernd Kölmel, bei dem ich letztes Jahr erleben durfte, wie er diesen Landesverband mit Erfahrung, mit Routine, mit richtigem Augenmaß geführt hat, dass wir in Baden-Württemberg ein überdurchschnittliches Ergebnis hatten. Und Baden-Württemberg ein Ergebnis, während wir schon im Bundestag, ist auch dein Verdienst, lieber Bernd Kölmel. Deswegen freue ich mich auch, dass du sicher ab Juli im Europäischen Parlament reinkommen wirst. Weit über 3% sind wir auf jeden Fall. Wenn es gut läuft, schaffen wir noch die Grünen und die Linken. Und du, keiner kann ja es besser, weil er könnte begründen, was wir in Baden-Württemberg weitermachen. Lieber Bernd Kölmel, herzlich willkommen. Liebe Stuttgarter, unterschiedliche Convenience. Mein Name ist Ronald Geiger. Ich kandidiere für die Regionalversammlung, wo ich schon 10 Jahre drin bin, und für den Gemeinderat. Ich stehe bei Gemeinderat zwar nur auf Platz 49, aber es spielt keine Rolle, weil sowieso der Wähler am Ende entscheidet, wer drin ist. Ich bin in diese Partei eingetreten, auch weil ich einen Sohn habe. Und ich bin der Meinung, wir dürfen unseren Kindern nicht nur Schulden hinterlassen, weil auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Aus diesem Grund braucht es die AfD. Wir haben es tatsächlich geschafft,
dass im Endeffekt Goldman Sachs und die Banken ihre Schulden, ihre Fehler auf unseren Kindern, weil wir werden es gar nicht mehr selber zahlen könnten, abladen, dass sie überall vernetzt sind, dass sie Schlüsselpositionen besetzt haben. Das habe ich schon lange mitgekriegt. Dass aber die Antifa jetzt auch noch als Stoßtruppe gewonnen hat, da zoll ich der Goldman Sachs tiefen Respekt dafür. Ich habe jetzt 10 Jahre in der Regionalversammlung hinter mir. In jedem Parlament, in jeder Volksvertretung treffen Meinungen aufeinander. Aber ich habe trotz allem großen Respekt auch vor den Kollegen der anderen Parteien und Fraktionen immer gehabt, weil man sachlich, hart in der Sache, aber sachlich und sich ausreden lassend auseinandergesetzt hat. Ich hoffe, dass einige hier Anwesende das auch noch lernen werden. Das ist vielleicht noch ein Reifungsprozess. Und ich weiß, dass in Deutschland in der Auseinandersetzung Nazi-Vergleiche besonders beliebt sind. Sie sind einfach, sie scheinen zu treffen. Wenn man weiß, von wem es kommt, es tut nicht weh. Ich probiere mir nur eins vorzustellen. Wenn jemand, der tatsächlich diese Zeit leidend miterlebt hätte, ein Kommunist, der eingesessen ist, ein Jude, der eingesessen ist, erlebt, wofür wir heute Nazi-Vergleiche gebrauchen. Ich glaube, auch die Verstorbenen, wir beleidigen sie damit, dafür, dass wir für den Tagesgebrauch, für die normale politische Auseinandersetzung, die es zu gebrauchen, Nazi-Vergleiche sind zulässig, wenn wir über Pol Pot oder Stalin oder Mao denken, aber doch bitte nicht. Nur zum Übertreiben, nur damit man ein bisschen Krawall machen kann bei uns. Ich wünsche uns doch eine schöne Woche. Genießen Sie den schönen Abend. Am Sonntag eine schöne Wahl. Und ich kann Ihnen versichern, wir sind gekommen, um zu bleiben. Schönen Abend noch.